Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Castle Flippers. Wir sind immer noch dabei, unsere letzte Aufgabe von gestern hier weiter zu beenden und sammeln mal den letzten Unrat ein und hoffen mal, dass wir hier jawohl dann auch die Fenster öffnen können. Und 26 mal Unrat. Ich würde sagen, wir gehen dann gleich hier runter und gucken mal da unten. Obwohl hier sieht es ja wirklich sehr ordentlich aus auf dem Boden. Wir gehen trotzdem nochmal durch. Kann es natürlich auch sein, dass die drei Truhen hier irgendwo noch versteckt sind. Mal gucken, ob wir die noch finden. Das wäre auf jeden Fall noch eine tolle Sache. Noch finden. Wir wollen ja nicht mit leeren Händen nach Hause. Jawohl, da haben wir schon mal eine. Sehr geil. Wäre es echt schade, noch zwei Truhen hier liegen zu lassen. Auch wenn es vielleicht nur 1000 oder 2000 Goldstücke sind. Aber die sind es dann auch, ne? Vielleicht können wir hier auch später nochmal zurück. Das kann natürlich auch sein. Wir testen das mal aus.
So, zurück zum Haus. So, da sind wir schon zurück. Mal gucken. Verändern. Ob wir damit hier auch arbeiten können. Oh ja. Das ist sogar noch sehr überschaubar von den Kosten, ne? Wenn ich das gerade so sehe. Ah, und ich sehe gerade, da liegt auch schon die nächste Miete drin. Die kann man gleich erstmal abkassieren. Oh, schade. Den Boden hätte ich eigentlich ganz gerne in Holz gelassen, ne? Egal. Sieht einfach dann gemütlicher aus, ne? Mit einem Holzboden. Es fehlt gerade an Steinen. Aber es ist auch nicht weiter tragisch. So, mein Herr, wir brauchen eure Hilfe bei der Restaurierung des Verlieses. Unsere Gemeinschaft ist ungewöhnlich friedfertig und es kommt nur selten zu Verbrechen. Die Menschen leben bescheiden, aber ruhig.
sollten eine Angelegenheit der Klärung bedürfen, so ist ein Fass kalten Bieres stets von Nutzen. Es gab allerdings schon Fälle, in denen der Frieden in unserer bescheidenen Stadt gestört wurde. Die Wachen nahmen sich dieses Problem auch schnell an und steckten die bösen Diebe in das Verlies. Ich glaube zumindest, dass es Diebe waren. Tatsächlich erinnert sich aber niemand mehr, wer sie waren oder was sie verbrochen haben. Ich persönlich erachte eine Restaurierung des Verlieses nicht für... notwendig. Aber meine Frau Meredith glaubt, dass man in keinem Ort derart verkommen lassen sollte. Nicht mal das Verlies, da liegt sie wohl richtig. Wärt ihr so gnädig, mir damit zu helfen? Seit Jahren war niemand mehr im Verlies. Welche gottlosen Dinge man dort wohl findet? Ja, können wir machen, ne? Nehmen wir doch mal an. Verlies. Jo, und da sind wir dann auch schon. Dann würde ich sagen, wir fangen hier mal an mit dem ganzen Unrat. Alles das, was wir im schlechten Licht gerade so sehen können. Oh, eine eiserne Jungfrau. Schön. Um keinen Verdacht zu erwecken, entschied ich mich, Bauer zu werden. Ich kultivierte Pilze und trug Dinge umher, als ob ich arbeiten würde. Die blöden Möbel vermuten gar nichts. Übersetzungsfehler. Ja, in der Zwischenzeit plane ich meine Flucht und ich glaube, dass ich schon die perfekte Idee habe. Übersetzungsfehler oder der Typ ist irre. Lieber Freund, bitte erscheint doch zu meinem schönen Fest in der Hauptkammer. Bringt Leckereien und Getränke mit. Das Fest beginnt zur üblichen Wasserzeit. So, kloppen wir da die Nägel auch mal gerade rein. Ich stelle es da mal erstmal einfach so hin. Ich denke mal, das ist okay. Lady Meredith, ich verstehe euer Zögern. Es ist keine leichte Entscheidung. Es muss ein schweres Los sein, die Möglichkeit zu haben, eine der ersten Geschäftsfrauen unseres Königreichs zu sein. Königreichs, nein, der Welt zu werden. Ich weiß, dass die Aussicht, euer eigenes Geschäft zu verwalten und zu erweitern, schwierig erscheint, aber glaubt mir, für gute und fleißige Menschen wie uns ist es relativ einfach. Ihr müsst nur vertrauenswürdiges Personal finden, das ihr dann führt. Hegt ihr hinsichtlich der Eröffnung eures eigenen Schönheitssalons noch Zweifel? Dann lasst uns gemeinsam vorstellen, wie es wäre. Ihr sagtet, dass ihr das passende Lokal dafür bereits besitzt. Begebt euch dorthin, nehmt diesen Brief und geht dorthin. Lest ihn erneut und stellt euch euer Personal bei der Arbeit vor, wie sie sich um Kunden kümmern, während ihr den süßen Duft des Erfolgs einatmet. Könnt ihr ihn riechen? Seid stolz, Lady Meredith. Stolz darauf, euer eigenes Geschäft wie eine wahre Geschäftsfrau zu führen.
Um Handelsketten braucht ihr euch nicht zu sorgen. Ihr habt bereits das Beste, das sich jede Geschäftsfrau wünschen kann, mich. Ich kümmere mich um eure Lieferungen und euer Werkzeug. Ihr müsst nur ein Lokal und Personal stellen. Im Gegenzug erwarte ich nur einen klitzekleinen Anteil am Gewinn. Gerade genug, um meine Geschäftskosten zu decken. Ich hoffe, dass ihr die richtige Entscheidung trefft und wir bald an einer besseren gemeinsamen Zukunft arbeiten werden. Hochachtungsvoll, Marquis de Mazan. Okay. Ohne John kann ich endlich ungestört meine Flucht planen. Er hatte übrigens die ganze Zeit recht. Die Schaben waren tatsächlich der Schlüssel zum Urleben. Meine jedenfalls. Da sie gar köstlich waren und mich nun stark genug für den Ausbruch fühle. General Wally berichtete, dass seine Truppen zum Sturm auf das Vordertor bereitstünden. Aber ich brauche noch etwas Bedenkzeit. Vielleicht ist frontales Stürmen nicht die beste Idee. Ich muss mir etwas überlegen. Ja. Das, was ich suche, sind auf jeden Fall die Fackeln, denn die sehe ich gerade nun wirklich nicht. Okay, wenn man denn erstmal eine hat, das ist dann doch relativ einfach, ne? Und dann brauchen wir noch 4 Ratten. Die sind dann hier drin. Laut meinen Berechnungen ist 3 Monate her, seit wir in dieses Verlies gesperrt wurden. John und ich glaubten zunächst, dass das alles nur ein schreckliches Missverständnis wäre. Aber inzwischen haben wir die Hoffnung verloren, hier je wieder rauszukommen. Ich habe John gesagt, dass manche Leute das Konzept von Darlehenszinsen nicht verstehen und wir vielleicht wie Diebe erscheinen, aber er bestand darauf, dass dies eine einmalige Gelegenheit wäre, todsicher abzukassieren. Naja, ich denke, dass uns der Tod jetzt sicherer ist, leider wortwörtlich. Wir sitzen seit 3 Monaten hier fest, ohne dass sich jemand um uns gekümmert oder nach uns gesehen hätte. Ich habe gehört, dieser Ort sei friedlich, aber das ist unglaublich. Keine weiteren Gefangenen, keine Wächter, nichts.
Normalerweise wäre der Mangel an Wachen ein Vorteil, aber man braucht schon andere Gesprächspartner als seinen Mitgefangenen. Außerdem kriegen wir hier nichts zu essen. Ohne die Ratten und die Konserven, die wir in Schränken gefunden haben, wären wir nach 3 Wochen gestorben. Ja, hört sich nicht sehr rosig an, ne? Was haben wir denn hier? John hat sich entschieden, einen Kult zu gründen. Er hat Schaben rekrutiert, von denen er glaubt, sie seien der Schlüssel zum neuen Leben. Ich beschloss, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und Nahrung zu finden. Zum Glück müssen wir uns um Wasser keine Sorgen machen. Es tropft an einigen Stellen von den Wänden. Ich glaube, John weiß jetzt, dass Nahrung suchen bedeutet, dass ich in den anderen Raum gehe, um meine Ruhe vor ihm zu haben. Er kann echt verdrießlich sein. Erst recht jetzt mit all seinen Kultisten um ihn herum. Und ich habe das letzte leckere Stück Schimmelpilz mit ihm geteilt, das ich unter der Decke gefunden habe. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich mehr davon finde. Auch wenn die Wände mir zuflüstern, dass es nichts mehr gibt. Aber wie kann ich den Wänden glauben? Sie halten mich schließlich gefangen. Ja, okay. Ja, man kann da schon irre werden. Hallo, Kollege. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Die Einladungen sind verschickt. Nun warte ich, bis das Wasser von den Wänden tropft. Dann beginnt die Feier. Ich habe alle eingeladen. Alle? Bis auf natürlich die Leute vom Vordertor. Jeder weiß, dass die Leute am Vordertor gerissen sind und nicht in solch offensichtliche Fallen tappen. Deshalb habe ich mich für eine Liste entschieden. Wenn alle Gäste da sind, werden die Leute am Vordertor neidisch sein und bei der Party vorbeischauen. Genau dann schleiche ich mich raus. Die Freiheit ruft. Ah, guck mal an. So, dann möchte ich in die letzte Zelle auch noch rein. Haben wir nicht. Das war schon. Nee, guck mal an. Hier fehlt echt noch ein... Ein Kram fehlt hier noch. Eine Sache da. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr wieder Bock habt, mit dabei zu sein. Ich würde mich darüber freuen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn noch nicht geschehen, dann kommen da, würde ich mich auch über freuen. Und wenn ihr Bock habt, seid morgen Abend wieder mit dabei, um 19 Uhr zur nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, bis dahin und ciao.